Hallo, liebe Cruise Level Simulanten, herzlich willkommen zu unserem dritten Teil des CRJ-Tutorials. Heute mit ja, quasi dem Anflug auf Berlin und dann auch der erfolgreichen Landung. Ihr seht, wir sind auf Reiseflughöhe. Wie gesagt, wir setzen da an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und ich würde sagen, wir fangen an. Auf geht's! Ja, wir sind auf Reiseflughöhe und ja, auf Reiseflughöhe wird auch die Anflugroute eingegeben, inklusive der Landebahn, auf der wir nachher landen werden, also eingegeben ins Flight Management System. Und dann stellt sich natürlich die Frage, woher weiß der Pilot überhaupt, welche Bahn aktiv ist, welche er nachher anfliegen wird. Und diese Information bekommt er über das ATIS, das sogenannte Automatic Terminal Information Service oder der Automatic Terminal Information Service. Das ATIS wird vom Flughafen herausgegeben und da stehen drin, welche Windverhältnisse gerade herrschen, wie das Wetter gerade ist und natürlich auch, welche Landebahnen aktiv sind. Und dieses ATIS kann der Pilot zum einen über eine bestimmte Frequenz abhören oder er kann es sich auch über sein ACAS-System direkt in seinen Flight Management Computer ja, sozusagen schicken lassen als Nachricht und kann es dann eben dort in Textform quasi ablesen. Und ja, dadurch weiß er eben, welche Bahn aktiv ist. Darüber hinaus muss man natürlich auch sagen, diese ganzen Flugverläufe und Flugrouten und so weiter, das wird natürlich im Vorfeld geplant und da wird auch ein sogenanntes Wetterforecast, also eine Wettervorhersage, sich angeschaut, getroffen. Und ja, da weiß man auch ungefähr, welche Windverhältnisse herrschen zu dem Zeitpunkt, wenn man eben an dem Airport ankommt und kann dann schon so ein bisschen antizipieren, welche Bahn wahrscheinlich eben im Betrieb ist. Darüber hinaus kann er natürlich auch den Controller fragen und sich nach der aktiven Landebahn erkundigen. Genau, das sind die Möglichkeiten, die so ein Pilot hat, um sich die Bahn ja, oder die aktive Bahn sozusagen als Information halt eben dran zu holen. Genau, das vielleicht erstmal so als kleines Vorgepänkel und bei uns ist es heute so, bei uns ist die Bahn 25 links und 25 rechts offen, beziehungsweise werden halt für Start und für Landung benutzt, eben aufgrund der Windverhältnisse, die in Berlin herrschen. Ich habe mich jetzt hier für den Anflug auf die Bahn 25 links entschieden, einfach weil ich die relativ selten bekommen habe. Ich lande meistens, wenn ich Berlin anfliege, wenn ich online fliege auf WhatsApp zum Beispiel, auf der 25 rechts und von daher habe ich mich jetzt heute mal für 25 links entschieden. Ja, stellt sich halt nur die Frage, wie kommt der Pilot halt eben zum Flugplatz? Und da gibt es, wie so oft im Leben, halt eben nicht nur die eine Lösung. Also grundsätzlich erstmal die erste, der Lotse gibt ihm Vektoren, also er sagt, wo er halt hinfliegen soll, welches Heading er nehmen soll, um zu dem initialen Anflugpunkt zu kommen. Oder er benutzt halt eben festgelegte Routen, die der Flughafen oder die eigentlich jeder große Flughafen besitzt. Und diese unterscheiden sich in die sogenannte STAR, die Standard Terminal Arrival Route, welches eine Anflugroute ist, die erstmal grundsätzlich von jedem Flugzeug abfliegbar ist. Klar, ein bisschen Avionikausstattung braucht man da schon, aber grundsätzlich ist sie erstmal ja, von jedem Flugzeug abfliegbar und nutzbar. Und es gibt die sogenannte Transition oder halt eben offiziell auch AirNav Transition. Das ist eine für ein hohes Flugaufkommen oder ein hohes Verkehrsaufkommen ausgelegte Anflugroute. Und diese hat in der Regel eine S-Form. Und da benötigt das Flugzeug eben auch eine spezielle Avionikausstattung, da es sowohl lateral als auch horizontale Höhen- und Richtungsangaben eben automatisch umsetzen muss. Das kann jetzt wiederum nicht von jedem Flugzeug abgeflogen werden. Von daher kommt es immer auch so ein bisschen drauf an, welche Ausstattung das Flugzeug hat. Und wenn der Lotse euch eine Transition quasi gibt als Anflugroute und euer Flugzeug kann die nicht abfliegen, dann könnt ihr auch sagen Unable. Also, dass ihr sie quasi nicht benutzen könnt und dann wird der Lotse euch in der Regel oder der Lotse wird euch Vektoren geben, um halt zu dem initialen Anflugpunkt zu kommen. Denn es ist nur eins aktiv zur gleichen Zeit, also entweder die STAR oder die Transition, also beides gleichzeitig, so ein Wechselbetrieb oder so ein Mischbetrieb gibt es da in der Hinsicht nicht. Da bleibt noch zu erwähnen, dass natürlich ein Flughafen auch beides besitzen kann, also sowohl STARs als auch Transition, die sich dann im Grundsatz halt eben auch rein von der Art her überschneiden. Aber wie gesagt, immer nur eins ist aktiv. Doch jetzt genug der Theorie, schauen wir uns mal unsere konkrete Anflugroute heute an auf die Bahn 25 links und ich blende sie jetzt hier gerade mal ein und ihr seht schon oben rechts steht, es ist eine AirNav Transition und das ist vielleicht auch ein bisschen das Besondere am BER, also der Flughafen Berlin-Brandenburg International oder BER hat halt nur Transitions, der hat gar keine Stars. Das vielleicht mal an der Stelle und ihr seht auch, er hat hier so eine ja, mehr oder weniger angedeutete S-Form, daran erkennt man halt eben die Transition. Wir werden heute die KLF 25L Transition fliegen und die heißt deswegen so, weil sie unten am Klaasdorf VOR beginnt, das ist hier jetzt im Kreis unten drin, das ist sozusagen unser Initialpunkt, an dem wir die Anflugroute beginnen
Und dann werden wir sozusagen jetzt einfach die Wegpunkte nacheinander abfliegen. Und ihr seht, der Wegpunkt DB481, also der direkt nach dem Klaasdorf VOR, hat halt eben auch eine Höhenrestriktion. Dort dürfen wir nicht tiefer als Fluglevel 080, also roundabout 8000 Fuß sein. Und ihr seht es auch bei der, beim nächsten Wegpunkt DB471, dort dürfen wir nicht niedriger als Flugfläche 060, also Flight Level 060 sein, also roundabout 6000 Feet. Und wir haben noch eine Geschwindigkeitsrestriktion drin, wir dürfen nicht schneller als 220 Knoten fliegen. Genau. Diese Höhenrestriktionen, die da drin sind, die könnt ihr so ungefähr auch als Zielhöhe nehmen, sage ich mal so. Also ihr solltet jetzt auch nicht unbedingt viel höher an diesem Punkt ankommen. Also wenn ihr zum Beispiel bei DB481 seid, wenn ihr da so zwischen, ja ich sag mal, 10.000, 9.000 Fuß oder Flugfläche 100 oder 090 seid, ist das auch durchaus ausreichend, genau. Dann die Pfeile markieren es, die Flugrichtung, wie wir es abfliegen werden, wenn wir auf den Wegpunkt Xanim kommen. Xanim, da haben wir auch eine Höhenrestriktion, da dürfen wir nicht niedriger als 3000 Fuß sein. Hier in dem Falle jetzt ausgeschrieben, weil wir sozusagen in der Zeit, weil wir weiter sinken, irgendwann die Transition Altitude passieren. Und die Transition Altitude gibt quasi an, wo wir vom Standardluftdruck, also von 1013 Millibar, auf den Luftdruck des Platzes umschalten. Und wenn wir sozusagen dieses Umschalten machen, dann sprechen wir sozusagen ab diesem Transition Level oder dieser Transition Altitude, sprechen wir dann quasi in vollen Fuß, also dann in 3000 Fuß und nicht mehr Flugfläche. Deswegen haben wir bei Xanim jetzt in dem Falle die 3000 ausgeschrieben. Genau, das an der Stelle. Und Xanim, und ihr seht es da oben drüber, steht auch FAF und das steht für Final Approach Fix. Also Xanim ist auch der Wegpunkt, an dem wir den Sinkflug direkt auf die Landebahn beginnen. Wenn wir dann nachher soweit sind, werdet ihr das auch nochmal sehen. Da wird der Punkt Xanim in der Anflugkarte auch nochmal dann vorkommen. Genau, das erstmal dazu. Wie gesagt, wir machen dann die direkte Anflugkarte der Landebahn auf, wenn wir dann kurz vor dem Wegpunkt sind. So, dann geben wir das mal in unser FMC ein. Quasi unsere Anflugroute, die wir jetzt halt eben fliegen wollen. Ich zoome mich jetzt hier mal ein bisschen ran an die Stelle. Und das macht ihr über die DEP-AR, also Departure Arrival Page. Wenn ihr da draufklickt, seht ihr auch schon den Index. Quasi, ich habe zweimal draufgeklickt. Also ihr seht LFKB, da sind wir ja durchgeflogen, Bastia Poretta. Und in EDDB kommen wir halt an. Und da drücken wir jetzt in dem Fall hier auf Arrival. Und dort könnt ihr schon erstmal, seht ihr sozusagen erstmal eine Vorauswahl der verschiedenen Landebahnen. Und ganz passend hier oben die ILS 25 links, die wollen wir auch benutzen. Wenn ihr jetzt hier durchschaut, ihr seht, es sind 5 Seiten, seht ihr auch die ganzen anderen Bahnen, die ihr theoretisch hier auch anfliegen könnt. Genau, also wie gesagt, wir nehmen die 25 links, wir drücken hier oben rauf und dann sagt ihr, okay, wie wollt ihr da eigentlich hinkommen? Das sind jetzt hier eben Trans, also die Transition. Und das können wir jetzt nur einen sagen, Vectors, also zum Beispiel, wenn wir jetzt Anweisungen vom Lotsen bekommen würden, dann könnten wir jetzt einfach das in dem Falle auswählen, dann würden wir jetzt keine feste Anflugroute im FMC programmieren. Da wir aber sozusagen eben jetzt hier eben aus Tutorial-Zwecken eben die Anflugroute komplett abfliegen wollen, müssen wir uns jetzt die Anflugroute eben hier raussuchen. Und wie wir schon gesagt haben, wir wollen ja das über das Klaasdorf VOR anfliegen, also die KLF 25L Transition, die ist jetzt hier noch nicht bei, aber wir sehen auch, es sind 3 Seiten. Und dann schaut man hier durch und dann sehen wir auf einmal, dass hier KL 25 links steht. Und in dem Falle ist das hier eben die Klaasdorf Transition, die wir hier nehmen werden. Genau, also KLF oder beziehungsweise KL 25 links. Da klicken wir rauf und ihr seht, jedes Mal werden hier auch die Symbole auf unserem Navigation Display größer. Und jetzt haben wir es eigentlich ausgewählt, also ILS 25 links und die Klaasdorf Transition. Und wenn wir das überprüfen wollen, können wir auf die Lex-Page gehen und also hier, Lex-Page. Und dann können wir hier drüben, und das ist hier hinten der hintere Drehregler, können wir quasi die verschiedenen Ansichten des Navigation Display durchwählen, durchdrehen, aussuchen, nennt es wie ihr wollt. Und da haben wir sozusagen hier die Flight Plan Page, also wo wir unseren Flugplan eben uns anschauen können. Und wenn wir eben das ausgewählt haben, dann können wir mit den Pfeiltasten hier die verschiedenen Wegpunkte abgehen. Allerdings, und das ist jetzt, ihr seht es, ich drücke jetzt hier rauf, nichts passiert, allerdings leider erst, wenn wir es bestätigt haben. Also von daher müssen wir jetzt tatsächlich erstmal auf Execute gehen, also die Route festlegen. Und erst dann können wir hier quasi eigentlich das durchschauen. So, und ihr seht es, Akudi ist jetzt der letzte oder unser letzter Punkt. Und dann haben wir schon hier KLF, also das Klaasdorf VOR. Weil es hier eine Lücke besteht, ihr seht es, also die Linien sind nicht verbunden, springt er erstmal ins Leere.
Und dann sozusagen wieder auf die nächsten Wegpunkt, der eben nach dieser Lehre ist, in dem Fall das ClassDoor-VOR. So, und jetzt können wir nochmal tatsächlich ein bisschen näher ranzoomen. Und dann sehen wir also ClassDoor-VOR DB481, da hat er auch die Höhenrestriktion von 8000. Und dieses A dahinter steht für above, also da seht ihr, dass ihr quasi über 8000 sein müsst oder eben Flugfläche 080. Dann kommt DB471, hier haben wir auch die Geschwindigkeitsrestriktion drin. Und unser Flight Management Computer hat sogar noch andere Restriktionen drin, die gar nicht in der Karte drin sind. Das ist ein guter Anhaltspunkt für uns, wie hoch wir da ungefähr sein können. Ja, und dann gehen halt eben die Wegpunkte hier weiter und so fort und so weiter, bis wir irgendwann auf Xanim kommen. Und jetzt seht ihr schon nochmal andere Wegpunkte. Also Xanim war ja quasi gerade der letzte auf unserer Transition. Und jetzt sind hier noch andere Wegpunkte. Die werden wir nachher dann sehen, wenn wir uns die genaue Anflugkarte wirklich der Landebahn 25 links ansehen. Genau, und damit weiß das Flugzeug jetzt mehr oder weniger, oder das heißt eigentlich nicht weniger, sondern mehr, es weiß jetzt, welche Anflugroute wir fliegen wollen, aber wir haben ja, wie gesagt, noch die eine Lücke drin, wenn ihr euch erinnert, die wir jetzt hier gerade hatten, hier, nach ClassDoor. Die müssen wir natürlich noch schließen, weil sonst weiß unser Flugzeug gar nicht, was es nach Akudi machen soll, und die schließen wir jetzt, und die schließen wir, indem wir hier im Flight Management System gucken. Ihr seht hier Seite 1 von 5, Akudi, das ist der letzte Wegpunkt, der da. Dann haben wir Then Discontinuity, also eben eine Unterbrechung, und dann kommt KLF. Und da können wir jetzt hier einfach genau auf KLF drücken und setzen das da drüber einfach ein. Dann sehen wir jetzt die gestrichelte Linie, also nicht auf Clear, das war jetzt gerade ein Fehler von mir, bei manchen Flugzeugen ist das so, das habe ich verwechselt. Also ihr setzt sozusagen eben den Wegpunkt KLF oder halt eben den sozusagen den Wegpunkt nach der Unterbrechung, den setzt ihr quasi dort oben ein, wie gerade gesehen. Ich kann es auch nochmal kurz Cancel machen, also KLF. Ihr wählt euch den auf und dann einfach, also ihr kopiert ihn ja hier unten rein und dann einfach hier nach oben. Und dann seht ihr die gestrichelte Linie und dann müsst ihr unten noch auf Execute, also bestätigen drücken, und dann hat er das jetzt hier drin. Und wir sehen hier gleich noch einen weiteren Punkt, der hier entsteht, nämlich TOD, Top of Descent. Das ist eigentlich der Punkt, an dem ihr euren Sinkflug beginnt oder beginnen werdet. Jetzt sind wir auf 30.000 Fuß und jetzt, ich sag mal so, ist es natürlich schwer, das abzuschätzen, aber von 30.000 Fuß auf 8.000 Fuß runter, das ist schon in der kurzen Entfernung ganz schön sportlich. Deswegen muss man jetzt mal schauen, wieso, weshalb, warum er diesen, ich sag mal so spät berechnet. Und da sehen wir, dass er uns bei KLF noch mit 26.000 Fuß sieht, ne? Das ist natürlich total übertrieben. Von 26.000 Fuß auf dem kurzen Weg von KLF zu DB481 auf 8.000 Fuß runterzukommen, das werden wir nicht schaffen. Von daher werden wir jetzt ungefähr anpeilen, dort 10.000 Fuß zu haben. Und dann macht ihr jetzt hier einen Slash, 10.000. Und der Slash ist deswegen, und ihr seht es hier, der erste Teil ist eine Geschwindigkeitsvorgabe, dann kommt Slash und dann kommt die Höhenvorgabe. Also würdet ihr jetzt quasi ohne den Slash 10.000 reinschreiben und das hier einsetzen, würde der Flieger denken, ihr wolltet 10.000 Knoten fliegen. Das ist natürlich Quark. Genau, also von daher setzen wir jetzt hier noch die 10.000 ein. So, jetzt haben wir hier KLF, da wollen wir 10.000 Fuß haben. Ihr sagt hier wieder Execute. Jetzt machen wir Execute. Und ihr seht, der TOD springt auf einmal ganz schön weit nach hinten. Und das ist jetzt auch sinnvoll, weil wir, wie gesagt, eben 10.000 Fuß bei KLF haben wollen. Und ihr seht, wir müssen jetzt auch anfangen zu sinken, weil wir jetzt nämlich schon am TOD sind. So, genau, wir sind am TOD. Und wer denn jetzt in dem Falle hier die 10.000 Fuß eindrehen? Wenn ihr natürlich jetzt online fliegt, dann müsst ihr natürlich vorher mit dem Lotsen kommunizieren oder ihr habt schon vom Vorfeld vom Lotsen die Freigabe bekommen, jetzt zu sinken. Von daher, wie gesagt, wenn ihr online fliegt, müsst ihr euch da quasi dann melden. Das wollen wir jetzt hier aber in der Form alles gar nicht so richtig beachten, sondern wir gehen es ja, also uns geht es ja heute rein ums Bedienen von dem Flieger. So, und wie sinkt ihr jetzt? Ihr habt auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Zum einen, so wie ihr gestiegen sind, über den Speed-Button. Da drücken wir jetzt mal drauf. Und ihr seht, interessanterweise sagt er uns hier Des, also für Descent 075. Und wir müssen natürlich jetzt auch die Schubhebel nach hinten ziehen, um einfach Schub rauszunehmen, damit der Flieger eben quasi durch Sinken, also durchs Nase nach unten nehmen, dann die entsprechende, sozusagen Sinkrate einnehmen kann. Allerdings nicht zu viel, weil wenn ihr das richtig rauszieht, ihr seht schon, unsere Sinkrate schnellt ganz schön schnell, also ganz schön in die Höhe, da müsst ihr ein bisschen Gefühl für entwickeln. Falls euch das ein bisschen zu frickelig ist, das darüber zu machen, ihr könnt es auch über VS, was für Vertical Speed steht, machen. Da drückt ihr rauf.
und dann seht ihr VS 2.3. Das steht in dem Falle für 2300 Fuß die Minute. Und das könnt ihr hier über das Drehrädchen hier oben, hier rechts, über das Drehrädchen, könnt ihr das ändern. Also jetzt sinken wir zum Beispiel mit 2200 Fuß die Minute. Und ja, da schauen wir mal, ob das ungefähr reicht. Ansonsten, klar, die Geschwindigkeit bzw. halt die Schubhebel, da wir ja keine automatische Schubkontrolle haben, müsst ihr halt immer noch im Blick behalten und dann quasi manuell nachregeln. So, wir werden jetzt hier mal ruhig mit 3000 Fuß sinken, das ist schon okay. Das passt, dann werden wir sicherlich jetzt hier nochmal die, die Schubhebel ein bisschen einziehen müssen. Und ja, wie gesagt, also der Flieger fliegt uns jetzt die Anflugroute hier ab mit den entsprechenden Restriktionen, also dass wir quasi bei 10.000 Fuß dann auch die, oder beziehungsweise beim Wegpunkt KLF oder beim Glasdorf VOR dann entsprechend auch die 10.000 Fuß dann erreichen. Genau, das an der Stelle. Diesen Stern, den ihr seht, ich suche nochmal ran, der hier, der markiert euch sozusagen, ob ihr dem, ich sag mal, dem Gleitpfad, also der Flieger errechnet sich ja jetzt schon einen Gleitpfad, also eine Sinkrate, einen Pfad, den ihr sinken müsst, damit ihr auch die 10.000 Fuß erreicht. Da müsst ihr ein bisschen rumspielen. Wenn ihr quasi den hier in der Mitte haltet, dann kommt hier, also werden wir ungefähr auch genau bei 10.000 Fuß dann entsprechend rauskommen. Da könnt ihr hier oben dann entsprechend mit dem Rad die Sinkrate dann anpassen. Wie gesagt, ihr könnt es auch über Speed machen, dann ist die Geschwindigkeit der ausschlaggebende Punkt. Müsst ihr ein bisschen rumprobieren. Das kann manchmal sein, dass die Lotsen euch dann eine Geschwindigkeit vorgeben, mit der ihr sinken sollt. Gerade wenn jetzt viel Verkehr unterwegs ist, kann auch passieren. Dann ist das vielleicht eher die angenehmere Art. Da müsst ihr einfach ein bisschen gucken, wie ihr, ja, ich sag mal einfach, am besten mit klarkommt. Das gibt es jetzt kein Patentrezept. Alles ist zugelassen, alles ist erlaubt. Also da kann man auch nichts falsch machen. Wenn ihr lieber mit Vertical Speed sinken wollt, ist das auch vollkommen okay. Wenn ihr das mit Speed regeln wollt, dann geht das auch. Gar kein Thema. Wie gesagt, System ist dasselbe wie beim Steigflug. Bei Speed verändert ihr einfach die Fluglage, um immer die Geschwindigkeit zu halten. Dort, sage ich mal, ist eben die Sinkrate variabel, eben je nachdem, wie die Geschwindigkeit dann gehalten werden kann. Oder ihr sagt, ihr macht das mit Vertical Speed, da ist dann die Sinkrate immer festgesetzt, also fix. Und eure Geschwindigkeit, sage ich mal vorsichtig, kann eben variieren, je nachdem, wie viel Schub ihr gebt oder ja sozusagen wie schnell, wie langsam ihr sinken wollt. Das hängt dann eben davon ab. So, wir fliegen jetzt hier quasi weiter unseren Wegpunkt entgegen. Und das stellt natürlich die schöne Möglichkeit dar, nämlich unsere Descent-Checklist abzuarbeiten. Die blende ich jetzt hier gerade ein. Also Landing Elevation haben wir eingestellt. Landing Elevation 160 Fuß. Ihr erinnert euch noch, die könnt ihr hier oben einstellen. Das müsst ihr halt vorher machen, einfach dass der Flieger weiß, beziehungsweise das Drucksystem des Fliegers weiß, welche Höhe der Flugplatz hat, um sich da entsprechend eben dann drauf einzustellen. Dann Fuel checkt, also wir haben jetzt noch 2,5, fast 2,6 Tonnen fast an Bord. Das reicht jetzt hier für die Flugroute, also alles gut, da kommen wir sicher mit an. Unser TCAS, das ist set, das ist an. Radar on-off, also unser Wetterradar ist natürlich noch an, weil wir wissen ja gar nicht, vielleicht sind dann irgendwo Gewitterwolken oder so. CAS können wir nochmal schauen, das ist ja quasi hier, ob da noch irgendwelche Meldungen hochkommen. Sollte man vielleicht nochmal hier auf Stat-Display schalten. Ne, no smoking. Passt. Landing Data. Das ist dann in dem Fall, da sind wir hier unten. Zum Beispiel Landing Speed. Machen wir Set. Und ich mache es jetzt noch nicht. Wir würden jetzt natürlich noch die Minimum Altitude, also die Altitude einstellen, bei der wir durchstarten müssen, wenn wir die Landebahn nicht sehen würden. Das mache ich jetzt in dem Falle kurz vorher. Einfach, weil wir uns dann erst die Anflugroute oder die genaue Anflugkarte der Landebahn anschauen und ich da auch nochmal ein bisschen näher drauf eingehen will. Von daher, das würdet ihr jetzt hier schon einstellen. Wie gesagt, das lassen wir jetzt mal ein bisschen entgegen der eigentlichen Procedure raus, weil wir das eben dann im Rahmen der, der Anflugkarte bearbeiten, wenn wir auch wirklich dann die Bahn anfliegen. Genau, und unser Approach Briefing, das ist jetzt eben das Briefing, was der Pilot oder der Pilot in Command, also der Kapitän quasi jetzt seinem Co-Piloten geben würde und wo er sagen würde, okay, aus den und den Gründen würden wir zum Beispiel durchstarten oder die und die Gefahren sind am Flughafen zu erwarten, Wind, Wetter, Vögel etc. pp. Also man würde quasi einfach eben den Approach briefen, wie man jetzt auch den Anflug durchführen möchte und so weiter und so fort. Genau, also von daher an der Stelle sage ich mal, Descent Checklist complete, Landing Data, wie gesagt, das machen wir dann noch gleich.
Aber an der Stelle soll es jetzt erstmal hier gewesen sein. Genau. Und jetzt seht ihr schon 1013 Hektopascal blinken. Warum blinkt es? Weil uns das Flugzeug sagen will, dass wir die Transition Altitude passiert haben. Das ist jetzt in dem Falle hier ehrlich gesagt nicht ganz richtig, weil die Transition Altitude in Berlin, die wird halt vom Flughafen dann tagesaktuell festgelegt. Ich sage jetzt heute einfach mal, dass die bei 5000 Fuß liegt. Und diese 5000 Fuß, die gebt ihr dann eben bei der VNAV-Karte ein. Ihr seht es, VNAV. Und da haben wir die Transition Altitude. Jetzt sind wir aber im Climb Mode. Wir müssen jetzt natürlich noch weiterschalten, nämlich in den VNAV Descent. Und dort sehen wir dann, hier steht Transition Flight Level 180, also 18.000 Fuß circa. Stimmt aber nicht. Wir setzen die auf 050 fest. Beziehungsweise, da seht ihr es, manchmal ist es dann eben auch, müsst ihr die auch so ausschreiben und drücken Execute. Und schon seht ihr, dass sozusagen die 1013 aufhören zu blinken, weil wir einfach noch unsere Transition Altitude oder Transition Flight Level eben noch nicht erreicht haben. Das ist jetzt von mir ein Fehler gewesen. Das müsst ihr natürlich vorher dann in Erfahrung bringen, wie das Transition Level dort entsprechend dann ist. Wie gesagt, das wird vom Flughafen tagesaktuell rausgegeben. In Berlin ist es so, dass es eben vom ATC bzw. von den Fluglotsen dann festgelegt bzw. Durchgegeben wird. Genau, von daher wussten wir jetzt quasi einfach nicht genau, welches es ist. Wie gesagt, das sind jetzt in dem Falle, heute habe ich jetzt festgelegt, dass es 5000 Fuß sind. Genau. Also, wir haben jetzt gleich die 10.000 Fuß erreicht und wir müssen jetzt tatsächlich mal ein bisschen eine Bremse einlegen, denn auf 10.000 Fuß oder bei 10.000 Fuß dürfen wir maximal nur 250 Knoten schnell sein. Das ist so festgelegt, also unter 10.000 Fuß nicht mehr als 250 Knoten erlaubt, es sei denn, der ATC sagt was anderes, aber ja, das kommt, glaube ich, sehr, sehr selten vor. So, wir werden jetzt den Großteil so ein bisschen in dieser Ansicht einfach verbringen, weil jetzt natürlich hier die meisten Sachen eben passieren und wir werden jetzt gleich das Klaasdorf VOR überfliegen, dann gehen wir rechts auf den Wegpunkt DB481, nicht niedriger als 8000 Fuß, das ist gar kein Problem, wir sind bei 10.000 und wir drehen jetzt aber hier schon mal die 8000 ein. Genau. Und wir sinken weiter mit Vertical Speed. So, Geschwindigkeit passt auch, 245. Das ist okay so. Auch ungefähr den Stern treffen wir. Genau, wie gesagt, wir dürfen ja, also wir sollen ein bisschen höher sein. Wir müssen ja nicht genau die 8000er haben. Wir haben ja hier auch noch einen relativ langen Weg, den wir dann auch noch sinken können. Ne? Also wie gesagt, wir müssen ja irgendwann die 3000 dann hier hinten haben. Also von daher ist das schon so okay. Da habt ihr schon die Freiheit. Das müsst ihr nachher gucken. Das ist einfach eine Übungssache. Das ist einfach so, wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, auch andere Flughäfen angeflogen seid, dann habt ihr auch ein Gefühl dafür, wie ihr da dann entsprechend sinken müsst und mit welcher Rate und so weiter und so fort. So, und wenn wir quasi hier auf der Strecke hier sind, auf der hier, also wenn wir quasi einmal schon rumgeflogen sind, da werden wir dann kurz Pause machen. Und dann werden wir uns eben die genaue Anflugroute anschauen und werden wir dann die ILS-Frequenz einstellen und wir werden dann auch eben die Minimum-Altitude einstellen, da werde ich dann noch was zu sagen und dann sind wir wirklich eben fertig zur Landung. Das ist halt immer so ein Tutorial, das muss ich an der Stelle sagen, dann manchmal ein bisschen schwierig, dass man eben auch alle Sachen ein bisschen interessant und nicht zu geballt einfach rüberbringt. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass wir jetzt hier so ein bisschen die Procedures auseinanderziehen, also die Checkliste eben zum Beispiel mit der Landing Data, dass wir die jetzt noch nicht final eingegeben haben. Aber das, sag mal so, ihr sollt ja auch ein bisschen was lernen an der Stelle und das könnt ihr natürlich dann adaptieren und das Gelernte dann natürlich da auch entsprechend dann umsetzen. Genau, wir sinken weiter. Jetzt sagt er uns, Altitude Captured ist okay. Wie gesagt, bis zur 6000 ist noch ein ganzer Weg. Wir können hier trotzdem schon mal die 6000 dann gleich eindrehen, wenn wir jetzt die 8000 erreicht haben. Genau, machen wir jetzt einfach 7000 Vertical Speed. Gehen wir mit 500 runter. Was ihr auch immer machen könnt, zum Beispiel, wenn ihr jetzt eben gerade online fliegt, auch immer euer Heading nachziehen. Also, dass ihr immer, wenn jetzt zum Beispiel der Lotse euch eine Anweisung gibt, dass ihr jetzt eben einen Heading fliegen sollt, also ihr einmal von eurem festgelegten Anflug auf einmal ausbrechen müsst, weiß ich was, weil Verkehr im Weg ist oder der Lotse euch vielleicht sogar eine Abkürzung gibt,
dann versucht immer ein bisschen das Heading nachzuziehen. Nicht, dass ihr erst quasi erst großartig rumdrehen müsst. Da geht man schon ein bisschen wertvolle Zeit verloren. Wenn ihr das quasi immer nachzieht auf eure aktuelle Flugausrichtung, also auf euer aktuelles Heading, dann spart euch das so ein bisschen Zeit. Und ihr wisst eigentlich auch in der Regel immer genau, wo der Heading-Bug, so heißt das Ding, hinzeigt und nicht, wo der hier irgendwo ja, im Raum rumkreist. Genau, das vielleicht so als kleiner Tipp an der Stelle. Jetzt suchen wir nochmal ein bisschen näher ran. So, jetzt 220 Knoten. Mehr dürfen wir nicht haben. Jetzt nehmen wir ein bisschen Speed weg. Ihr könnt das auch immer hier nochmal nachziehen dann mit dem Speed, das ist der sogenannte Speed-Bug dann, damit ihr quasi genau seht, wo ihr ungefähr das halten müsst. Genau. Und da können wir jetzt hier auch schon die 6000 eindrehen. Ja, warum ist diese Geschwindigkeitsrestriktion da? Es ist im Grundsatz genauso wie auf der Straße beim Autofahren. Die Kurve hier ist natürlich sehr scharf und auch die Kurve ist natürlich sehr scharf. Ihr seht, es ist eine 90-Grad-Kurve. Und wenn wir da jetzt mit 250 Knoten lang fliegen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir die hier überschießen würden und würden dann quasi fast schon in den, ich sag mal jetzt im übertriebenen Fall, fast schon in die Gegenroute hier vom eigentlichen Anflug auf die Bahn reinschießen. Und von daher fliegen wir hier sozusagen so langsam und haben hier halt eine Speed-Restriktion, damit eben das nicht passiert, sondern dass der Flieger halt wirklich dann eben die Route auch relativ eng halt nehmen kann. Und rechts herum. So, wir gehen jetzt hier mal runter auf 5000. So, und ihr seht hier zum Beispiel oben Airspeed-Limits. Da seht ihr auch zum Beispiel auch, bei welchen Geschwindigkeiten ihr dann eure Klappen fahren könnt. Hier also zum Beispiel Flaps 1, 230 Knoten, könnten wir jetzt theoretisch schon fahren, aber das brauchen wir jetzt noch nicht. Nur was wir noch vergessen haben, natürlich die Landelichter, die machen wir nämlich bei 10.000 Fuß an. Und natürlich noch die Anschnallzeichen, genau, wo das jetzt passt. Ist ja relativ ruhiges Wetter. So, jetzt, ihr seht es, unsere 1013 fangen an zu blinken, weil wir erreichen jetzt nämlich die 5000 Fuß, die wir vorher eingegeben haben, hier als Transition Level. Und wenn wir die passiert haben, dann drücken wir in dem Falle als Abkürzung B. Das ist einfach auf eurer Tastatur die Taste B. Da stellt ihr automatisch den barometrischen Höhenmesser ein oder eben den Luftdruck. Ihr könnt es natürlich aber eben auch manuell machen. So, wir drücken jetzt einfach mal B und ihr seht, er springt hoch auf 1018. Ist okay, das passt. Ihr könnt das natürlich auch an der Stelle hier machen, bei Baro. Seht ihr, wenn ich hier drehe, kann ich den auch verstellen. Und wenn ich drauf drücke, habe ich den Standardluftdruck. Aber wie gesagt, wir haben 1018 hier als Luftdruck in Berlin. Den wählen wir jetzt aus. Und der Flieger sinkt uns jetzt eben auf die 5000. Mal nochmal hier ausrüstieren, genau. So, wir fahren mal hoch auf 220 wieder, ein bisschen langsam geworden. Und die Klappen fahren wir dann erst, wenn wir sozusagen hier in dem Gegenkurs sind. Genau, von daher würde ich jetzt sagen, ich spule mal ein bisschen vor, wir machen mal ein bisschen schneller. Und dann gucken wir uns gleich die richtige Anflugkarte auf die Landebahn an. Dann machen wir jetzt hier mal an der Stelle Pause, weil wir sonst tatsächlich jetzt zu schnell an den Flughafen herankommen. Und dann kann ich das leider alles gar nicht so zeigen, wie ich das gerne möchte oder erklären will. Genau. Also ich blende uns jetzt mal hier die Anflugroute ein, beziehungsweise jetzt wirklich die Anflugkarte, mit der wir jetzt die Bahn 25 links anfliegen. So. Und ihr seht hier im roten Kreis haben wir wieder den Wegpunkt Xanim. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, der taucht nochmal auf. Das ist nämlich unser Final Approach Fix. Also der Punkt, an dem wir auch wirklich den Landeanflug
beginnen. Also wirklich den Landeanflug auf die Landebahn. Und das seht ihr hier nochmal in der Seitendarstellung unseres Gleitpfades. Hier taucht auch nochmal der Wegpunkt Sanim auf und ihr seht, das ist sozusagen der initiale Punkt, an dem wir die Landebahn sozusagen dann auch anfliegen. 3000 Fuß, die müssen wir haben, wenn wir sozusagen auf den Wegpunkt Sanim kommen. Und ihr erinnert euch ja noch, da war quasi als ja, Mindesthöhe 3000 Fuß angegeben und hier wird das nochmal spezifiziert. Also ihr müsst dort 3000 Fuß haben, wenn ihr das ILS halt anfliegen wollt, den ILS-Strahl quasi capturen wollt, wie man so sagt. Genau. Dann, ich habe ja auch gesagt, wenn ihr eine Transition zugeordnet bekommt und euer Flugzeug das nicht kann, dann könnt ihr auch sagen, dass ihr unable seid, also diese nicht befolgen könnt. Und jetzt habe ich auch gesagt, dass der BER nur Transitions hat. Also da werdet ihr jetzt sicherlich euch fragen, okay, und wie machen das Flugzeuge, die eine Transition nicht fliegen können? Und das sehen wir hier auch in der Karte. Hier unten ist nochmal das Klarstoff-VOR, wenn ihr euch erinnert. Wir sind über das Klarstoff-VOR hier auf unsere Transition raufgeflogen. Und hier seht ihr auf einmal, wie einfach so ein Strich geradeaus geht, mehr oder weniger Richtung Flugplatz, hier nochmal so einen kleinen Bogen schlägt und dann auch auf den Wegpunkt Sanim folgt. Das könnt ihr, ich sag's mal ganz einfach gesagt, als eine Star sehen. Das ist hier einfach nochmal ein Anflugverfahren für Flugzeuge, die diese Transition nicht abfliegen können. Genau. Wie gesagt, ist immer nur eins in Betrieb, also entweder Star oder Transition. Und wenn sozusagen die Transition nicht in Betrieb ist, dann könnt ihr eben diese hier nehmen. Die wird euch dann quasi eben, ja, dann zugewiesen oder eben der Lotse sagt euch, dass ihr quasi jetzt zum Beispiel über das Klarstoff-VOR einfliegen sollt. Und dann könnt ihr euch eben entsprechend daran dann orientieren. Genau, aber wie gesagt, das wollen wir jetzt gar nicht so weit vertiefen. Das ist nochmal so eine Sache für sich. Wie schon gesagt, könnt ihr euch nochmal bei YouTube oder im Internet dann quasi noch ein bisschen belesen oder eben euch noch ein Video zu anschauen. Da gibt es einige Erklärvideos, unter anderem, glaube ich, von Mörderkaninchen oder Mörderhäschen oder wie der, glaube ich, heißt, der YouTube-Channel. Da wird das nochmal genau erklärt. Genau, und dann hatten wir ja schon gesagt, dass im Rahmen unserer Descent-Checklist wir ja die Landing-Data eingeben müssen und zu der Landing-Data gehören natürlich auch die Minimumhöhen. Also, ihr könnt euch sicherlich ja vorstellen, wenn schlechtes Wetter ist, dann kann man ja nicht immer so einen Flughafen einfach anfliegen. Ne? Ich meine, man muss die Landebahn am Ende auch schon sehen. Das hängt zum einen ein bisschen mit dem Training von den Piloten zusammen. Das hängt von der Ausstattung des Flughafens zusammen oder ist davon abhängig. Und es ist halt von der Ausstattung auch des Flugzeuges abhängig. Also welche Ausstattung, welche Avionikkomponenten hat mein Flugzeug? Und da gibt es sogenannte Verfahren bzw. Kategorien. Kategorie 1, 2 und 3. Und 3 ist auch nochmal abgestuft in A, B und C. Genau, das bitte ich euch auch, weil das würde jetzt auch den Rahmen sprengen. Schaut mal nach, welche Mindestsichtstandards in diesen einzelnen Kategorien herrschen müssen. Also da muss zum Beispiel der Pilot oder beziehungsweise eine Sichtweite am Flughafen ist so und so weit oder so und so weit kann man schauen. Und da gibt es bestimmte Grenzen, ab wann das in welche Kategorie fällt. Also ob das eine Kategorie 1, 2 oder eben entsprechend dann 3 ist. So, und die seht ihr hier zum Beispiel unten. Cut 1, Cut 2, Cut 3, A und B nochmal in Unterteilung. So, und dann habt ihr hier auch nochmal DH50 oder DA stehen, 349. Was bedeutet das jetzt in dem Falle? Das sind jetzt die Höhen, ab dem der Pilot die Landebahn sehen muss, um dass er sie weiter anfliegen kann. Also, wenn die Sichtweite so eingeschränkt ist, dass sie in diese Kategorie 1 fallen würde, also die Sichtweite am Flugplatz, dann müsste der Pilot bei 349 Fuß, das wäre dann auf unserem Höhenmesser, würden wir die ja sehen, müsste er die Landebahn sehen. Dann dürfte er den Anflug weiter fortsetzen. Wenn er die nicht sieht bei 349 Fuß, dann muss er durchstarten. Man kann das noch zweimal oder dreimal probieren und dann muss er wahrscheinlich aus Treibstoffgründen dann einen anderen Flughafen anfliegen, wo er dann eben landen kann, wo die Sicht halt entsprechend dann gut ist. Fällt jetzt die Sichtweite am Flughafen, ist sie noch schlechter geworden und die fällt in die Kategorie 2, dann würde er jetzt hier zum Beispiel nun bei 100 Fuß das sehen müssen. So, warum wähle ich jetzt hier hinten aber die kleineren 100 Fuß auf, die auch hier hinten stehen, und warum orientiere ich mich nicht an den 249 Fuß? Das hängt damit zusammen, dass ich bei Kategorie 1 mich nach dem barometrischen Höhenmesser, also der quasi oft basierend auf dem Luftdruck die Höhe misst, orientiere. Dafür sind die 349 ausschlaggebend, also deswegen auch DA, Decision Altitude. Und ab Kategorie 2 orientiere ich mich quasi hier hinten an den kleineren Zahlen, also an der Decision Height, das ist dann eben dieses kleine H hier ausschlaggebend. Und das sind 100 Fuß. Und was ist der Unterschied? Die Decision Height wird vom Radarhöhenmesser des Flugzeuges bestimmt. Also das Flugzeug hat ein Radarhöhenmesser, das sendet Radardaten, also unterhalb des Flugzeuges, es sind dort zwei, ich sag mal, Antennen.
Dort wird einmal ein Radarstrahl ausgesendet, der wird vom Boden reflektiert und wieder vom Flugzeug aufgefangen. Und daran kann das Flugzeug quasi die Höhe direkt, die es über Grund hat, ganz genau ermitteln. Und das ist tatsächlich noch ein bisschen genauer, als es jetzt in dem Falle der barometrische Höhenmesser macht. Das geht so ungefähr bis zu einer Höhe von 2500 Fuß. Bei Kategorie 3, und das ist schon echt schlechte Sicht, sind wir dann schon bei 50 Fuß, also Decision Height bei 50 Fuß. Da muss der Pilot bei 50 Fuß die Landebahn sehen, um zu landen. Ich sehe gerade hier unten, das ist leider nicht bei allen Karten so, haben wir hier auch tatsächlich angemerkt, glaube ich, in welche Kategorien das sind. RVR steht für Runway Visibility Range, 300 Meter. Also das sind quasi die Sichtweite am Boden, beträgt dann 300 Meter. Wir sehen es hier bei Kategorie 1 sind es dann 550 Meter und so weiter und so fort. Genau, das an der Stelle. Wir fliegen heute hier in aller Wahrscheinlichkeit einen Kategorie 1 Approach. Also für uns sind die 349 Fuß ausschlaggebend an der Stelle. Und die werden wir jetzt mal einstellen. Das tragt ihr oder beziehungsweise das stellt ihr hier drüben ein. Und ihr seht zum Beispiel hier, das ist in der Mitte, da stellt er das ein, DH, Decision Height. Und M da ist Minimum Decision Altitude. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel wie heute wir hier einen Decision Altitude, also einen Kategorie 1 Anflug anfliegen, dann müssen wir den hier rüberstellen. Also auf Minimum Decision Altitude. Und dann drehen wir hier dran, Feuer draufdrücken, dann taucht hier oben MDA auf. Und dann kann ich jetzt hier meine Minimum Decision Altitude eindrehen. So, ihr erinnert euch, 349 Fuß. So, ihr seht, es springt jetzt hier ein 10er rein. Also wir machen dann 350 Fuß. Der eine Fuß ist in dem Falle jetzt dann egal. Und dann wird das Flugzeug bei 350 Fuß uns ja entweder sagen oder es uns symbolisieren, dass eben wir diese Höhe erreichen und dass wir dann eben die Sichtweite auf die Runway haben müssen. In der Regel wird das mit Approaching Minimums und dann Minimums vom Flugzeug ausgegeben. Und dann werden wir dann gleich sehen, ich werde es dann entsprechend kommentieren, sagt der Pilot dann entweder Continue, also Anflug fortsetzen, oder er sagt Go Around, durchstarten. Genau, also das ist jetzt eben dann wirklich auch der Anflug, den wir dann jetzt hier nehmen werden, die Karte, die ausschlaggebend für uns ist. Wie gesagt, wenn ihr Fragen nochmal dazu habt, gerne auch in die Kommentare. Ich schreibe euch da gerne noch was dazu. Gar kein Thema. Nur wie gesagt, fürs Tutorial möchte ich jetzt hier nicht weiter drauf eingehen, weil es einfach wirklich den Rahmen sprengt. Und da sind noch viele andere Angaben oben drauf. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann bitte in die Kommentare an der Stelle beantworte ich super gerne. Okay, wir setzen unseren Anflug fort. Haben jetzt in dem Falle, ich blende es jetzt hier nochmal kurz ein, die Descent Checklist abgearbeitet, weil wir haben jetzt unsere Minimum Decision Altitude eingestellt, also unsere Landing Data, und dazu gehören hier auch unsere Landing Speeds, also in dem Falle unsere VREF, unsere Reference Speed, 138 Knoten, mit der werden wir heute quasi, ja, ich sag mal vorsichtig landen, also die VREF ist die Geschwindigkeit, die wir über der Landebahnschwelle haben sollten oder ja haben müssen. Landebahnschwelle ist halt wirklich eben der Anfang der Landebahn. So, wir gehen runter auf 4000 Fuß. Geschwindigkeit können wir noch so lassen bei den 220. Das, da können wir dann die CAJ-Bremse relativ schnell ab. Muss auch mal schauen, wenn ihr bei Watzim fliegt, müsst ihr auch, ja, wie gesagt, darauf achten, dass ihr nicht zu langsam werdet, sonst haltet ihr den Verkehr hinter euch auf. Aber der Lotse gibt euch entweder eine Geschwindigkeit vor, die ihr fliegen sollt, oder wie gesagt, wenn ihr nachher Übung habt, dann, dann werdet ihr auch relativ schnell merken, wie schnell ihr fliegen könnt, wie schnell der Flieger abbremst auch, also gar kein Problem. Genau, und das war es jetzt erstmal eigentlich schon. Der nächste Punkt ist jetzt der, dass wir natürlich unseren Reverser armen müssen. Immer auch L und R. Und dass wir natürlich unsere Before-Landing-Checklist machen. Und da würden wir jetzt quasi unsere Mitarbeiter in der Kabine entsprechend dann briefen und würden sagen, okay, so, please seat for landing. Und wir würden natürlich auch nochmal kontrollieren, dass die Passagierlichter an sind, also dass unsere Passagiere auch auf ihren ja, Plätzen sitzen, dass unsere Thrust Reverser armed sind, das haben wir gerade gemacht, LRF und also LREF und RF armed, dass unser Landing Gear down ist, das ist noch nicht, das machen wir gleich, und was unsere Flaps anzeigen. Das vielleicht schon mal erstmal so als Vorüberprüfung, deswegen, also Before Landing Checklist werden wir dann gleich nochmal ganz genau abarbeiten. So, ich drehe jetzt hier nochmal die 3000 ein. Ja, wir sind mal so mit 500 Fuß, ganz entspannt.
So, und ihr seht, es war jetzt schon echt ganz schön lang, ne? Also, da hat der Lotse halt viel Zeit, die Flugzeuge zu staffeln. Das ist auch der Grund, warum das eben für so ein hohes Verkehrsaufkommen eben so ausgelegt wurde. Das kann euch auch passieren, wenn jetzt ihr eine Transition bekommt, dass der Lotse euch zum Beispiel auch einfach schon auf halber Strecke hier anfliegen lasst, ne? Auch wieder auf den Punkt Xanim zum Beispiel euch dann lotst oder sagt, okay, please direct Xanim. Weil ihr das natürlich dann gar nicht abfliegen müsst, wenn jetzt der Verkehr nicht so hoch ist. Genau, so, wir können jetzt mal die Klappen in der Stufe 1 fahren. Wie gesagt, Geschwindigkeit steht hier dran. V-Rev sind 230 Knoten, die wir die sozusagen ihr maximal haben dürft. Wir sind jetzt hier tatsächlich schon noch ein bisschen langsam. Könnten, wie gesagt, immer noch mit 220 Knoten fliegen. Wie gesagt, können jetzt auch die zweite Stufe schon mal ausfahren. Also dann Flaps 8. Ihr seht, unsere Nase geht auch ein bisschen runter. So, wir nehmen uns den 3000 an. Passt auch alles. So, und dann können wir jetzt nochmal überprüfen. Normalerweise sollte er das automatisch machen, ob er auch die ILS-Frequenz, die richtige drin hat. Und hier sehen wir es, 109,5. Ich blende hier nochmal kurz die Karte ein. 109,5 passt. Und der Localizer, da können wir hier nochmal bei NAV Source schauen, hat 245 Grad. Hier haben wir es gerade nochmal gesehen. Localizer nach rechts, 245 Grad. Also von daher, das ist das Runway Heading. Das passt. Genau, also hier bei NAV 1 seht ihr dann eure ILS-Frequenz. Da immer drauf achten, das müsst ihr vorher dann schauen, dass die auch drin ist, weil sonst wird der ILS-Anflug nicht klappen. Und auch, dass der Kurs richtig ist. Also, dass hier unter NAV, Source und so weiter dann eben entsprechend der richtige Kurs eingetragen ist oder der Bahn. So, dann sehen wir schon den Airport. So, und dann können wir jetzt an der Stelle nämlich schon auf Approach drücken. Und dann sehen wir jetzt, dass er hier sagt Localizer. Jetzt fängt er nämlich an, den Localizer der Bahn einzufangen. Altitude ist, dass er eben die 3000 hält. Und wir haben uns vorgemerkt, Glideslope. Also sobald er den Höhengleitpfad auf die Landebahn empfängt, wird er umschalten und wird den Glideslope als aktiv nehmen. Genau, wir nehmen die Geschwindigkeit noch ein bisschen raus. So, und jetzt haben wir auf, bis zum Wegpunkt Xanim sind es noch 1,7 nautische Meilen. Wir haben 3000 Fuß, wir haben 180 Knoten, also perfekt. Sobald wir jetzt dann eben Xanim haben, wird er in den Glideslope-Mode umspringen. Wir werden die Nase runternehmen, das Flugzeug wird die Nase runternehmen und wird dann den ILS-Anflug hoffentlich entsprechend dann einfangen. Wie gesagt, die CAJ hatte in der Initial-Release-Version da so ein bisschen Probleme. Jetzt kamen ja schon ein paar Updates, oder beziehungsweise, glaube ich, ein Update kam. Das ist hier auch das Update, was wir gerade fliegen. Von daher sollte das jetzt vielleicht einfangen. Wenn nicht, dann übernehmen wir es halt händisch. Auch gar kein Problem. So, Xanim. Wir haben Xanim erreicht. So, und jetzt seht ihr, er ist in den Glideslope umgesprungen. Die Nase geht runter. Wir nehmen Geschwindigkeit raus. So, und jetzt ist es so ein bisschen dann, wie es jeder mag, so ab ungefähr 2500 Fuß können wir dann auch das Fahrwerk rausfahren, werden dann die Klappen noch weiter ausfahren, bis wir dann unsere finale Landekonfiguration haben und dann werden wir auch nochmal komplett die Landing-Checklist dann abarbeiten. Genau, so 2500 Fuß, wir fahren das Fahrwerk aus. Ihr seht, Gear unsafe. Fahrwerk fährt raus. Dauert eine Weile. So, unser Nose Gear ist down und die anderen auch. Perfekt. So, wir fahren noch ein bisschen die Klappen aus. Ihr erinnert euch, unsere Speeds sind 138. Die können wir hier nochmal mit eindrehen. Dann haben wir nochmal eine bessere Orientierung. So, da oben ist es schon. Wir sind schon ein bisschen langsam. So, dann können wir die Klappen jetzt voll ausfahren. Ein bisschen langsam müssen wir tatsächlich noch ein bisschen Schub geben. So, und dann blenden wir jetzt hier mal die Landing Checklist ein. Also in dem Falle haben wir, unsere Thrust Reverser sind armed, genau, Landing Gear ist down, haben wir gesehen, down 3 green und unsere Flaps sind, jetzt muss ich gucken, 35 indicating, genau, also von daher ist unsere Landekonfiguration in dem Falle jetzt komplett und wir können jetzt in
Berlin-Schönefeld landen, beziehungsweise am BER. So, ich übernehme jetzt, der Autopilot geht raus. Ein bisschen hoch hier tatsächlich. Ich glaube, ich habe ein bisschen nicht die Geschwindigkeit jetzt durcheinander gekommen. Ist aber kein Problem, das kriegen wir eingefangen. Ein bisschen Geschwindigkeit. So, und da ich ja alter Berliner bin, ist natürlich, kenne ich natürlich den Flughafen und auch hier vorne das Gewerbegebiet ganz gut. Hier haben wir Höfner, Mediamarkt, hier ist ein Ikea. Und das ist schon ganz schön lustig, wenn man da auf dem Parkplatz steht und die Flieger da überall rüberfliegen. Also ihr seht, wir sind ein bisschen hoch jetzt tatsächlich. Bitte verzeiht es mir, das ist natürlich jetzt hier im Rahmen des Tutorials dann nicht immer ganz so einfach. Aber wie gesagt, ich denke, das haben wir jetzt gut eingefangen. So, hier geht die Autobahn lang. So, und jetzt kommt auch das Papi hier langsam. Papi Lights in die Range, wie sie sein sollten. Wir nehmen noch ein bisschen Geschwindigkeit. Wie gesagt, 138 Knoten sollen wir haben über der Landebahnschwelle. Jetzt ist auch das Papi. Zwei weiß, zwei rot. Perfekt. Also, hier in unserem Primary Flight Display passt auch alles. Sind wir ein bisschen niedrig. Und wir können die Landung beginnen. So 300. Ihr seht, hier kommt der Strich. Da ist unsere Decision Altitude. So, Continue, weil wir sehen ja die Landebahn, ist ja gar kein Problem. So, und saubere Landung in Berlin. So, Reverse Green. Wir gehen ein bisschen in die Bremsen. 60 Nuts. Wir machen den Reverser aus. So, und eine goldene Regel, die besagt, no action on runway, also Klappen und so weiter, fahren wir erst ein, wenn wir auch von der Runway runter sind. Erst dann fahren wir alles ein. Genau. Also unsere Klappen fahren wir jetzt ein. So, in der Theorie würde da jetzt die Bodenkontrolle eben kontaktieren. Würdet fragen oder beziehungsweise würde euch sagen, wo ihr hinrollen sollt. So, und wir machen, können auch hier schon das Wetterradar ausmachen, weil das ist nämlich gar nicht so gut, wenn wir ans Gate rollen. Und dort die Mitarbeiter vom Flughafen sind, die Radarstrahlung ist tatsächlich sehr stark. Deswegen macht man das aus, da es einfach für die Gesundheit der Mitarbeiter nicht gerade sehr zuträglich ist. So, wenn wir jetzt hier auf der Geraden sind, dann werde ich es auch gleich nochmal zeigen, was wir jetzt eigentlich genau gemacht haben nach der Landung. Also, wir haben hier oben unsere Landelichter ausgemacht. Also, links, rechts. Das jetzt vorne ist noch an, das können wir jetzt auch ausmachen und machen tatsächlich dann lieber hier unser Taxi-Light an. Wir haben unsere Strobe-Lights ausgemacht, weil die macht man an, wenn man wenn man von der Landebahn runterrollt. Wir haben unsere Klappen hier komplett eingefahren und wir haben unsere Bremsklappen komplett eingefahren. Wir haben außerdem das Wetterradar noch ausgeschaltet. Genau. So, und jetzt würden wir natürlich noch die APU starten. Also, Power on. Jetzt müsste hier eigentlich gleich dann irgendwann Door Open stehen. Tut's auch, jetzt in dem Falle. Und wir können unsere APU starten. So. Warum können wir die starten? Wir machen das jetzt an, dass wenn wir quasi ans Gate rollen, die Triebwerke ausmachen, dann liefern die ja keinen Strom mehr. Und um dass uns quasi dann der Flieger nicht komplett dunkel wird, machen wir natürlich die APU an. Und irgendwann haben dann auch die Mitarbeiter des Flughafens, die Bodenmitarbeiter, dann die externe Stromversorgung angeschlossen. Und dann werden wir die APU auch wieder ausschalten und auf die externe Stromversorgung gehen, weil zum einen eben einfach ja unseren Kraftstoff spart und natürlich auch der Lärm einfach eben
ja, nicht da ist, beziehungsweise eben die Lärmbelastung für die Anwohner und die Mitarbeiter einfach dann nicht so hoch ist. Genau, also wie gesagt, der Flughafen beziehungsweise der Bodenlotse würde uns natürlich jetzt die entsprechenden Anweisungen geben, wo wir jetzt langrollen sollen. Und wir rollen natürlich jetzt da zum Terminal. Das ist übrigens jetzt hier die Aerosoft-Szenerie, die vor einer Weile herausgekommen ist. Da gibt es auch noch ein Review von uns, vielleicht so als kleinen Teaser. Die wurde uns zur Verfügung gestellt, genau wie die CAJ. Und die werden wir uns auch nochmal in Detail den Flughafen hier anschauen. Wie gesagt, als Berliner ist man ja fast so ein bisschen dazu verpflichtet, zu schauen, was Aerosoft uns hier so bietet. Hier seht ihr auch nochmal unsere Ground Speed. Also wir rollen gerade mit 14 Knoten. Das ist jetzt ein bisschen langsam, können wir schon noch ein bisschen schneller rollen. Allerdings, wenn wir hier um die Kurve fahren oder um die Kurve rollen, dann sind so in der Regel 10 Knoten. Könnt ihr euch so orientieren, dass das so die Geschwindigkeit ist, mit der man um die Kurve fährt. So, jetzt können wir mal schauen. APU-Generator, der steht auf Auto. Also sobald wir die Triebwerke ausmachen, wird der Flieger automatisch auf den APU-Generator umspringen. Und genau. Und wir können auch hier schon mal die Bleed Source können wir schon mal auf die APU stellen. Dann werden jetzt schon quasi die Klimaanlage wird jetzt schon eben von der APU betrieben und nicht von den beiden Triebwerken. Also wir sind schon ein bisschen schneller unterwegs. 22 Knoten an der Stelle. Da, wir sind auch auf dem richtigen Airport gelandet, Berlin-Brandenburg. Das passt auch. Und dann werden wir jetzt hin zu so einer Außenposition auf Apron A rollen. Würde ich sagen, nehmen wir hier gleich den zweiten und gut ist. Genau. Jetzt am Tag vielleicht gar nicht so wichtig, aber in der Nacht werden es die Bodenmitarbeiter euch danken, indem man das Taxi leicht ausmacht. Genau, weil dann blendet er die nämlich nicht und in der Regel ist der Flughafen ja hier im Terminalbereich auch so beleuchtet, dass ihr zum einen seht, wo ihr hinrollt, da braucht er das Taxi leidlich nicht und ihr werdet zum Beispiel auch hier einen sicherlichen Einweiser haben, der euch sagt, wann ihr den richtigen Punkt dann erreicht habt. Wie gesagt, bringt die Szenerie und auch der Microsoft Flight Simulator jetzt noch nicht mit, aber nur sozusagen, so wäre es in der Realität. Jetzt bin ich hier ganz ehrlich, müsst halt so ein bisschen raten, wo es ungefähr ist. Jetzt rollen jetzt hier ein kleiner Flieger, können wir auch weit nach vorne rollen. So. Damit sind wir angekommen. Wir setzen die Parkbremse. Wie gesagt, wir überprüfen nochmal. Bleed Source ist jetzt auf APU gestellt, also eben durch unser externes Aggregat wird die befeuert. Und der APU-Generator steht auf Auto. Von daher können wir jetzt die Triebwerke ausmachen. Nach oben ziehen, nach hinten. Ihr hört's und ihr seht's. Triebwerke gehen aus. Natürlich kommen jetzt die ganzen Warnmeldungen hier hoch, das ist aber, wie gesagt, komplett normal. Und wir haben ja auch hier Hydraulic Press als Warnmeldung. Klar, weil unsere Hydrauliksysteme nicht mehr mit Druck beaufschlagt werden durch die Triebwerke. Und ja, mehr oder weniger haben wir hiermit jetzt unseren Flug abgeschlossen. Dann können wir die bestätigen. So, und wenn wir jetzt quasi die Triebwerke runtergefahren sind, jetzt eigentlich keine Gefahr mehr von dem Flugzeug ausgeht, würden wir jetzt hier den Beacon off machen. Jetzt wüssten die Mitarbeiter des Bodenabfertigungspersonals, dass sie sich jetzt dem Flugzeug nähern dürften. So, und während jetzt wir hier natürlich auch noch die, und ihr kennt es wahrscheinlich auch aus dem richtigen Fliegen, die Passagierlichter ausmachen, beziehungsweise halt die Seatbelt Signs off, damit jetzt die Passagiere eben aufstehen können und ihr Gepäck rausnehmen können, haben wir natürlich hier nochmal ein paar andere Sachen abzuarbeiten. Ja, wir würden jetzt noch die Treibstoffpumpen ausmachen, die findet ihr ja hier oben, genau. Und wir würden natürlich noch die Anti-Ice-Einstellungen ausmachen. Also im Endeffekt hier unser Windshield-Heat, also quasi ist unsere Scheiben nicht mehr beheizt werden vorne im Cockpit, die würden wir ausmachen.
Und unsere Probes, also quasi unsere ja, Sensoren für die Geschwindigkeit und Luftdruck und so weiter, da würden wir die Enteisung auch ausmachen. Einfach aus dem Grund, ja, dass einfach da keine Gefahr von ausgeht, wenn da zum Beispiel ein Bodenmitarbeiter aus Versehen anfasst oder so. Genau, das an der Stelle. Und was wir noch ausschalten, ist unseren Nose Wheel Steering Switch. Und dann können wir jetzt eigentlich mal die Shutdown-Checklist machen. Also die Shutdown-Checklist ist sozusagen die Checklist, die am Ende jeden Fluges durchgeführt wird, einfach um zu schauen, ja, dass der Flieger halt einen bestimmten Konfigurationsstand hat, der zum einen für die Passagiere als auch für die Bodenmitarbeiter ja sozusagen einfach sicher ist. Und das ist in dem Fall, ich blende sie jetzt hier ein, Parking Brake, on or off. In unserem Fall ist sie jetzt halt noch gesetzt. Da unten haben wir sie. Warum kann die on oder ja, sozusagen off sein? Also an und aus, gesetzt, nicht gesetzt. Einfach aus dem Grund, wenn ich zum Beispiel jetzt Radkeile da liegen habe, dann kann ich die in der Regel ja quasi ausmachen, die oder beziehungsweise eben nicht setzen, die Parkbremse. Wie gesagt, wir lassen jetzt in dem Fall an. Seatbelt Signs sind off. Das bekommen wir auch hier angezeigt, nämlich indem nur noch das No Smoking Sign leuchtet und nicht mehr unsere Seatbelt Signs. Dann haben wir die Thrust Lever in Shutoff. Ja, klar, haben wir ausgemacht. NDIs haben wir gerade auch ausgemacht. Stehen auch alle off-off, wie es sein soll. Die Fuel Pumps sind auch aus. Unser Beacon, der ist auch aus. Und unser Nose Wheel Steering Switch ist auch off. Und wer sich noch an den ersten Teil dran erinnert, da würden wir dann auch überprüfen, wiederum unser, ja, sozusagen Before Start Checklist war es, glaube ich, dass der auf, wieder auf Off steht, einfach um quasi das Lenksystem vorne nicht mit Hydraulik zu beaufschlagen. Also von daher an der Stelle Shutdown Checklist complete. Und dann gibt es noch eine Checkliste, die blende ich jetzt hier in dem Falle nur mal kurz ein. Das ist die Terminating Checkliste. Und diese Terminating Checkliste, die würden wir sozusagen machen, wenn wir den Flug hier beenden. Also dann würden wir durchgucken, Shocks and Brakes, also eben die Shocks gesetzt, also die Radkeile, Parkbremse aus, was ich eben schon gesagt habe, ob unser Navigationssystem aus ist, Emergency Light Switch und so weiter und so fort, ob unsere Hydraulik aus ist, die APU aus. Dann natürlich am Ende auch klar, der Battery Master, also unser Batterie-Hauptschalter, dass der auch aus ist. Also das würde ich sozusagen wirklich dann die Checkliste nochmal überprüfen, bevor ich das Flugzeug verlasse, wenn ich hier halt eben den Flug beende und das Flugzeug eben komplett ausschalte. Genau. Das machen wir heute aber nicht. Und ja, damit sind wir fertig mit unserem Flug. Aber natürlich lassen wir noch unsere Passagiere raus, ganz klar. Also hier auf unserem EFB können wir dann sagen, Wheelshocks, also unsere Radkeile, sind gesetzt. Wir öffnen die Tür, wir öffnen die Forward Cargo Door und die After Cargo Door, damit die Passagiere natürlich auch ihr Gepäck bekommen. Und wir können hier in dem Falle auch unser Ground Power Card, also unsere Bodenstromversorgung, anfordern. Das drücken wir jetzt rauf, ist auch sofort connected, perfekt. Tja, und dann können wir quasi jetzt hier auf unsere Bodenstromversorgung umschalten. Und wie machen wir das? Ich zoome hier mal ein bisschen raus, genau. Ihr könntet jetzt theoretisch den APU-Generator auf Off setzen. Das Problem ist nur, dass ihr quasi dann eine Stromunterbrechung im Flugzeug habt. Und um dass ihr das quasi unterbrechungsfrei hinbekommt, müsst ihr einfach eigentlich nur bei der APU auf Start-Stop drücken. Und ihr seht, das Flugzeug ist intelligent und schaltet das sozusagen sofort um. Und ihr habt in dem Fall eine unterbrechungsfreie Stromversorgung eben von der APU oder vom APU-Generator eben auf den Bodenstrom an der Stelle. Genau. Jo, daher würde ich sagen, ist unser Flug hier beendet. Ja, und mit diesen Bildern möchte ich mich verabschieden. Wir haben Berlin sicher erreicht und ich sage vielen Dank fürs Mitfliegen bei unserem dritten Teil des Serio-Tutorials. Wenn ihr Fragen habt oder manche Sachen euch zu schnell gegangen sind, und ich weiß, manche Sachen waren ein bisschen schnell, das hat so ein bisschen mit dem Flugverlauf natürlich zu tun gehabt, aber wenn ihr da Fragen habt, dann entweder in die Kommentare oder über youtube@cruiselevel.de sind wir auch erreichbar. Ihr könnt mir bitte auch gerne eure Meinung dalassen, ob ihr an einem vierten Teil interessiert seid, der sich nur um die Systeme drehen würde. Also wenn ihr daran Interesse habt, dann bitte lasst es mich wissen. Abonniert unseren Kanal, so bleibt ihr immer auf dem Laufenden, wenn wir was Neues hochladen. Und ich sage nochmal vielen Dank und auf Wiedersehen.